Und hiermit ein herzliches Willkommen beim TUXer. So, in diesem Video geht es um das allgemeine OBS-Setup oder die Einstellungen, die ich jetzt bei mir jetzt hier so vorgenommen habe, damit ich halt eben das Ganze über OBS aufnehmen kann. Also sprich den Commodore 64, den Original. Letztes Mal schon gezeigt, wie ich das Ganze mit dem Laptop hier verbinde. Dazu braucht man ja diese Capture Card. Und genau, und dann kann man das Ganze auch über OBS aufnehmen. Und da wollte ich einfach mal so im Einzelnen drauf eingehen, wie ich das Ganze jetzt hier so in OBS als solches einstelle. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Facecam, sage ich mal, ne? Ganz normal hier am Laptop. Das wäre die, die habe ich eigentlich immer aktiv. Und dann stelle ich da im Regal, stelle ich auch nochmal eine Kamera hin. Und wie das geht, das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Da gibt es eine App, die nennt sich DroidCam. Ganz normal über den Play Store kann man die dementsprechend dann installieren. Und die App, die generiert hier so eine IP-Adresse. Und die Zahl, die muss man sich dann halt eben nur mal merken. Und dazu geht man in den Einstellungen Browser. Also ich habe das jetzt Browser genannt. Ich kann das ja nochmal löschen. Ich mache es mal von vorne, ich lösche das nochmal eben. Entfernen. So, man klickt hier unten auf Plus und da steht hier irgendwo Browser. Ja, kann man so lassen oder auch einen anderen Namen eingeben. Lassen wir euch mal Browser stehen. So, und dann muss hier natürlich dementsprechend die Adresse hier rein. Also http:// Genau, ich glaube, den Rest kann man so lassen, wie es ist. Klickt dann auf OK. Und dann hat man eigentlich normalerweise, könnt ihr jetzt kurz gucken, ja, hat man dann auch, kann man das Ganze als Webcam benutzen. Ich stelle das jetzt hier dementsprechend so hin. Ja. Und dann wäre das Ganze dementsprechend dann auch mit OBS verbunden. So, und jetzt ist hier alles fixiert. Wenn ich hier draufklicke, kann man nichts machen. Das liegt daran, ja, weil alles fixiert ist. In dem Fall rechte Maustaste. Und dann da, wo Vorschau steht, Vorschaufenster fixieren. Einfach mal den Haken wegmachen. Sobald man die ganzen bunten Rahmen wieder sieht, kann man dementsprechend dann auch die einzelnen Fenster sich greifen und dann ja dahin platzieren, wo man sie gerne haben möchte. Sagen wir mal hierhin. Das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Genau das gleiche hier wie mit dem Bild. Ja, Bild funktioniert eigentlich ganz einfach. Einfach nur die Datei raussuchen. Ich weiß nicht, ob es zwingend PNG sein muss. Aber PNG hat natürlich einen Vorteil, wenn hier hinten etwas transparent ist. Ja, dann hat man auch noch das eigentliche Bild, ohne diesen Rahmen, sage ich einfach mal. Deswegen nehme ich immer ganz gerne PNG. Das dürfte mit JPEG, meine ich, nicht gehen. Dann wäre jetzt hier irgendeine Farbe, schwarz, weiß, gelb, grün, was auch immer. Und das kann man natürlich dann dementsprechend auch. Ups, was war das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas Falsches gegriffen. Am besten auf Bild klicken. So, jetzt ist es markiert. Dann könnte man den dahin platzieren, wo man haben möchte. Das Ganze kann man noch ein bisschen skalieren. Ja, so bis es passt halt, sage ich mal. Wenn man die Shift-Taste drückt und dann skaliert, ja, muss ich mal eben zeigen. Habt ihr gesehen? Dann wird praktisch auch, dann kann man auch noch an einer Seite das Bild sich zurecht skalieren oder besser gesagt ziehen, wie auch immer. Gut, wie habe ich das Bild hier von meinem Commodore reinbekommen? Ich kann hier nochmal ganz kurz einen Reset klicken. So wäre ja das normale Bild vom Commodore 64. Ganz kurz nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier was tippe, ne, dann dementsprechend wird das zwar da angezeigt. Gut, wie habe ich das hier gemacht? Ich kann das hier auch nochmal löschen. Ich muss erstmal gucken. Ich habe hier so viele Dinger hier. Ja, Face wäre meine Facecam, das wäre die hier. Bild wäre jetzt hier der Pinguin mit Dux. Black ist, hier ist noch ein Rahmen, da gehe ich gleich mal drauf ein. Hier sind Audio und hier ist die Capture Card. Komm, wir löschen die einfach mal. Und dann zeige ich euch mal, wie man das jetzt einbindet. Ich gehe wieder auf Plus. Das muss ich aber erstmal überlegen. Genau, Videoaufnahmegerät. Dann wir das ruhig mal Capture Card. Sagen okay. Jetzt muss ich hier die Videoquelle auswählen. Genau. Weil das Ganze jetzt über USB verbunden ist, genau, kann ich allem ganz normal die Quelle aussuchen. Und dann hätte ich jetzt hier das Fenster. Wie man sieht, natürlich komplett auf 16:9 ja, skaliert, sage ich mal. Das gefällt mir nicht. Und auch viel zu viel Rahmen, sage ich mal. Dann gehe ich dann so vor. Ich krall mir hier das Fenster, packe das hier so ein bisschen hier so in der Ecke, sage ich mal so. Mit gedrückter Shift-Taste ziehe ich mir das Bild so zurecht, bis ich der Meinung bin, yo, jetzt ist es schön. So, jetzt das nächste Problem. Das Commodore 64 Bild ist jetzt in der vordersten Ebene und das muss ich natürlich jetzt nach hinten schieben. Und wenn man die Ebenen verändern will, kann man es hier dementsprechend dann auch verändern. Ich packe das erstmal nach ganz unten und jetzt seht ihr schon, ja, das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist vielleicht noch ein bisschen wenig Rand, das kann man auch noch immer ändern. Ja, so würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist gut, das gefällt mir. Hier die Kamera, die müsste ich noch mal ein bisschen neu ausrichten. Ja, machen wir das mal eben. Dann kann ich mir das auch noch ein bisschen hier so zurechtschieben. Sagen wir mal so. Und dann habe ich hier noch so Kreise. Ich habe es Kreis genannt. Ich blende das mal eben aus. Also auch nochmal so ein kleiner schöner Effekt. Und irgendwo habe ich noch einen Kreis. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wo der ist. Ah, dahinter. Ja, hier ist der Kreis, auch ein ganz normales PNG-Bild. So sieht das aus. Ich denke mal, das Kreis ist dahinter. Ach, hier ist der Kreis. Der muss mehr im Vordergrund. Ich denke mal, den einen tiefer. Ja. Und jetzt habe ich natürlich den Kreis nur verschoben. Das war jetzt taktisch unklug. Ja, und dann könnte ich mir auch noch hier so einen Kreis zaubern. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich zu den ganzen Einstellungen auch nicht zu sagen. Schön darauf achten, dass alles schön positioniert ist. Ja, und dann kann man das Ganze auch dann dementsprechend fixieren, dass man nicht aus Versehen irgendwie hier draufklickt und wieder irgendwelche Verstellungen vornimmt. Und dann ist das auch schön sauber. So, und dann gehe ich immer her, packe mir das dann hier dementsprechend auf den unteren Bildschirm. Und klicke hier wieder auf eine Maustaste und sage ihm Vorschau-Skalierung. Und hier steht Leinwand. Also jetzt weiß ich, dass mit Leinwand ist jetzt ja diese Leinwand gemeint, also der Monitor. Und wenn ich jetzt da draufklicke. Nein, stopp, das war falsch. Ah, da falle ich jedes Mal drauf rein. Also nicht auf Vorschau-Skalierung gehen, sondern auf Vollbildprojektor, Vorschau gehen. So, und hier wäre jetzt mein Monitor, HP 27 Zoll, passt. Ich ziehe mir das Fenster hier wieder nach unten. Rechte Maustaste, beziehungsweise man kann das hier auch dementsprechend nochmal schön auf groß machen. Vorschau, ja, und dann kann man hier dementsprechend wunderbar arbeiten. So, welche Einstellungen hätten wir noch? Zum Beispiel Bildschirmaufnahme, die ist jetzt quasi überdeckt über die anderen Ebenen. Entweder macht man hier über Auge, macht man die anderen Ebenen, ah gut, Audio nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Wenn ich jetzt die anderen Ebenen wieder ausstelle, dann kann ich auch eine ganz normale Bildschirmaufnahme machen. Dementsprechend, ja, was weiß ich, so aufnehmen. Genau, das funktioniert dann halt eben so. Wie gesagt, man muss also ein bisschen darauf achten, wenn man so viele Ebenen hat, wie ich jetzt hier in dem Beispiel, dass man halt eben dann auch guckt, ja, was will ich überhaupt aufnehmen und die richtige Ebene einstellt. In dem Fall macht es keinen Sinn, die Ebene überhaupt ja, zu aktivieren, weil ich ja, wie gesagt, nur diese Ebenen haben möchte. So, und dann einen Kreis auch noch, na komm. So, und das wäre jetzt so meine Grundeinstellung, womit ich dann halt eben aufnehme. Klar, Audio, denke ich mal, ist auch klar. Da muss man kurz drauf achten, was man für eine Audioquelle hat. Bei mir ist es hier über Klinke, so ein ja, ganz normales Headset, sage ich mal. Und da passt dann halt eben dementsprechend diese Einstellung. Und viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Abgesehen von den Grundeinstellungen, aber ich denke mal, da gibt es schon genug Videos zu, was man wo wie einstellt. Was mir oft passiert, ist, dass hier auf Skalieren der umswitcht. Da muss man manchmal drauf achten, weil dann wird die Qualität bedeutend schlechter. Also das und das sollte gleich sein, da sollte eher die untere Zahl höher sein, aber niemals kleiner, sage ich mal, ne? Wird die Bildqualität schlechter. Ja, Audio könnte man auch noch was einstellen, da habe ich noch nie was dran gemacht. Hier klar auf den Pfad drauf achten. Software oder Hardware, genau, das ist manchmal auch ein Punkt, je nachdem was für eine Grafikkarte ihr habt, kann man auch auf Hardware stellen. Bei mir klappt nur die Software-Kodierung. Wenn ihr streamen wollt, klar, dann müsst ihr dementsprechend dann auf YouTube stellen oder was ihr auch immer habt. Und viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Deutsch ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Ja, und dann kann über diese Button dann dementsprechend dann entweder gestreamt werden oder das Ganze aufgenommen werden. Also mit den 10 habe ich noch nie gearbeitet. Ich kann das ja mal testen. Ja, dann hätte man hier praktisch ein anderes Profil. Okay, dann kann man hier dementsprechend dann auch vielleicht sagen Desktop. Das macht vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt hergehe und sage, hier kommt meine Desktop-Aufnahme hin. Wenn ihr jetzt mehrere Monitore habt, dann müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr die richtige Quelle einstellt. So würde ich ja nur den unteren Bildschirm aufnehmen. Und so den oberen. Ich mache das so, dass nur der obere aufgenommen wird. Ja, und dann könnte ich hier dementsprechend das auch wieder löschen. Also im Endeffekt das Gleiche, nur dann braucht man halt eben dementsprechend hier nicht umswitchen. Ja, der kann auch weg. Das wäre jetzt hier nur einmal für Wayland und das andere wäre dann dementsprechend für X11. Ja, das mit den 10 ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil wenn man jetzt mitten im Streamen auf einmal hin und her switchen möchte und zum Beispiel sagen möchte, komm, ich zeige euch mal eben was, blende irgendwie mal ein Foto ein oder sonst was und dann ist man ruckzuck dann halt eben dementsprechend auf den Desktop drauf und muss ja nicht unnötig dann die Augen wieder ausblenden. Nur in dem Fall macht das keinen Sinn, da muss das OBS-Fenster natürlich dann nach unten auf den unteren Monitor, sonst bringt das ja auch nicht viel.